Hier die Himmelfahrt des Elia oder das Buch der Bücher, die Bibel. Da haben wir in der weltweiten Mythologie überall eben die Hinweise von Lehrmeistern, von Wesen aus dem Himmel, beziehungsweise eben, dass die Götter vom Himmel kamen. Herzlich willkommen bei Exomagazin TV, dem Magazin für Freigeister. Außerirdische waren schon vor langer Zeit auf unserem Planeten. Das ist die These der sogenannten Präastronautik. Und bei ihren Besuchen, da müssen die Fremden ja auch irgendwelche Spuren hinterlassen haben. Hunderte, wenn nicht tausende interessante Indizien haben die Forscher der AAS da im Laufe der Jahre schon zusammengetragen. Doch taugen sie als Beweis, dass die Aliens wirklich hier waren? Der bekannte Mystery-Autor und YouTuber Lars Fischinger hat die stichhaltigsten Funde mal unter die Lupe genommen und er stellt die Frage auf, wie ein solcher Beweis überhaupt aussehen müsste, damit ihn jeder akzeptieren kann. Gut, wir haben natürlich Abbildungen der fremden Raumfahrer in Anführungszeichen, weil für uns ist es klar, wir haben hier Götterwagen oder göttliche Wesen, die am Himmel fliegen. Wir interpretieren das eben als Wesen aus dem Himmel, als Astronautengötter, als Ancient Aliens. Die klassische Archäologie sagt natürlich, das sind symbolische Bilder oder vielleicht sind es die Sonne dargestellt hier mit den Flügeln und die wollen von den Interpretationen der Präastronautik natürlich nichts wissen. Ja, sonstige steinige Spuren, das hatte ich auch eingefügt, da der Kollege Reinhard Habeck draußen sein neues Buch Steinzeit-Astronauten liegen hat, das habe ich hier mal eingefügt, indem er näher auf diese Felszeichnungen in Italien, in den Alpen, aber auch in Südösterreich eingeht. Auch da könnten wir ja erkennen, dass das ein Raumfahrer ist mit seinem Helm, obwohl es hier aussieht wie ein Schwert, was er in der Hand hat. Hier haben wir mal was aus Utah. Das sieht auch sehr gruselig aus. Da kann man sich auch fragen, was haben da unsere Vorfahren dargestellt? Irgendwelche Fantasiewesen oder eben Wesen aus Fleisch und Blut? Da wir uns ja lange mit der dänischen Thematik auseinandersetzen, wissen wir ja auch, dass es solche Darstellungen, dass es New Mexico, überall auf der Welt gibt von irgendwelchen Kreaturen. Wir sagen, die könnten aus Fleisch und Blut gewesen sein. Kritiker sagen, ach, das ist kein Beweis, das lehnen wir ab. Da, was weiß ich, da haben die Urmenschen, die Ureinwohner dieser Region vielleicht zu viel Pilze geraucht und dann solche Wesen gesehen, die hier sogar aussehen wie Engel mit den Flügeln hier. Hier Outback Australien finden wir auch so solche Wesenheiten. Daher hat übrigens nur vier Finger. Hier haben wir was von Hawaii. Die finde ich mal besonders schön. Die erinnern mich immer an das berühmte Blumenrich-Schiff, was er in dem Buch, da tat sich der Himmel auf, rekonstruiert hat. Hier auch immer diese dreieckige Form. Ja, grenzenlose Vorzeit in Anführungszeichen und seltsame Kulte. Als seltsame Kulte habe ich hier das Beispiel eingefügt. Die Steinkugel von Costa Rica, die werden wahrscheinlich von Ihnen alle kennen, aber identische Steinkugeln wie in Costa Rica oder auf Costa Rica gibt es eben auch auf dem Balkan. Und deshalb habe ich hier grenzenlose Vorzeit geschrieben, denn das ist für mich ein schweres Indiz, dass es denn damals schon irgendwelche obskuren Kulte gab. Wir können ja nicht genau interpretieren, wofür diese Granitkugeln dienten. Die sind ja bis zu 3 Meter auch groß und sind quasi wahllos in der Landschaft verteilt. Und da sind wir am Rätsel, warum haben die das gemacht auf dem Balkan in Bosnien und warum haben die das auf Costa Rica gemacht? Und da ist natürlich die Vermutung nahe, das hat etwas tatsächlich Kultisches, aber immer mit Wesen aus dem Himmel, die da irgendwie verehrt wurden und die ja miteinander in Kontakt gestanden haben müssen. Also der Balkan und eben Mittelamerika. Also wenn die Außerirdischen früher auf der Erde ein- und ausgegangen sind, dann frage ich mich, hatten die damals Angst vor denen? Haben sie sie verehrt oder haben sie auch nicht daran geglaubt, so wie wir heutzutage? Und wie werden wir uns verhalten, wenn sie zurückkommen? Denn das ist ja schließlich nur eine Frage der Zeit, sagt Erich von Däniken. Andere Forscher wiederum meinen, dass der weltweite Pyramidenkult ein Überbleibsel der außerirdischen Präsenz ist. Mehr dazu erfahrt ihr hier. Und was haltet ihr eigentlich davon? Bitte hinterlasst mir eure Kommentare und Anmerkungen und nicht vergessen, YouTube-Kanal abonnieren, falls ihr es nicht schon getan habt. Den gesamten Beitrag seht ihr ab sofort bei uns auf Exomagazin TV. Gleich mal reinschauen.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.